So, generell mal ein paar Worte zur Drehtechnik des Führenden. Es gibt verschiedene Variationen natürlich, sich auf den Punkt zu drehen. Eine sehr bequeme und recht natürliche Art ist es, selbst einzukreuzen als Führender. Ich ziehe also den hinteren Fuß an den vorderen Fuß ran. Das heißt, während ich gehe, kann ich sehr bequem hinten einkreuzen. So, jetzt stehe ich also im Kreuz und der Fuß, der hinten herangezogen wird, also der Fuß, der jetzt hinten steht, in meinem Fall ist es der rechte, bestimmt die Drehrichtung. Das heißt also, wenn der rechte Fuß hinten ist, kann ich nach rechts drehen. Jetzt hat sich das ganze Spiel umgedreht. Jetzt ist mein linker Fuß hinten, also kann ich nach links drehen. Ja, wenn ihr jetzt versuchen würdet, nach rechts zu drehen, müsstet ihr eine Endroske machen. Und wenn ihr hier die Ferse etwas anhebt, sodass der andere Fuß unten durchgleiten kann, könnt ihr sehr schön drehen. Die andere Variation ist natürlich, die Füße nicht parallel zu haben, sondern den vorderen Fuß etwas nach vorne. Dann müsst ihr auch die Ferse nicht heben. Aber das sieht natürlich nicht ganz so schön aus, finde ich. Ich mag es gerne etwas enger. Das heißt also, meine Unterschenkel sind unten zusammen. Und dann hebe ich die Ferse des vorderen Fußes an, um zu rotieren. Jetzt kann ich mich also nach rechts drehen und hier nach links und wieder zurück. Wenn man nun mehr als die hier gezeigten 180 Grad erreichen möchte, dann muss man das Ganze etwas, kann man das Ganze etwas dynamischer angehen. Es bedeutet in meinem Fall jetzt, dass ich die Drehung etwas, wie gesagt, dynamischer mache, etwas Beschleunigung. Und dann gleite ich am Schluss noch ein bisschen weiter. Das bedeutet, mehr als 180 Grad in dem Fall, jetzt hier nach rechts, ja, ich gleite etwas weiter. Zur Drehtechnik selber, zur Fußposition, bevorzugt auf dem Ballen gleiten. Oft haben die Tango-Schuhe der Männer hinten Gummiabsätze, ja, und das bremst ein wenig.